Mahlzeit aus Dubai. Mahlzeit. Wir gehen jetzt gerade was essen. Und ansonsten haben wir heute richtig viel geplant. Ja. Vor uns ist der Burj Khalifa. Und ja, wir nehmen euch wie immer mit. Leute, das ist mal richtig witzig. Wir sind hier gerade vom Burj Khalifa, wollen ein paar Fotos machen, noch kurz filmen. Das spricht uns Christine an und dann wollten wir zusammen ein Foto machen. Dann sage ich zu Christine, sprich die zwei doch mal an. Die machen vielleicht ein Foto und dann sagt sie auf einmal, ich wollte auch noch ein Foto mit euch machen. Und Janine und Marvin, auch aus der Community, kamen gerade durch Zufall auch hierher gelaufen. Also so klein ist die Welt, oder? Ja, Wahnsinn, aber schön euch kennenzulernen. Ja. Super interessant ist auch einfach hier der Kontrast von den Gebäuden, hier Burj Khalifa und die ganzen Hochhäuser, und dann dreht man sich und dann ist man hier im Souq Al-Bahar und hier ist halt so landestypische Bauweise und das ist einfach extrem, wenn man hier drin steht und dann auf einmal auf das Moderne guckt, das ist wie so eine Zeitreise innerhalb von sofort. Und als Tipp für Essen, nicht ganz weit vom Burj Khalifa entfernt, können wir euch hier das Wild and the Moon empfehlen. Das ist richtig gut. Alles bio, organic, also ist ja dasselbe. Vegan, pflanzlich, richtig gut. Aktuell ist das Wetter in Dubai super angenehm. Im Sommer geht das ja bis an die 50 Grad und im Moment haben wir so um die 22, 23, 24 Grad, höchstens also um die 25. Aber es ist wirklich gut. Im Schatten ist es auch immer sehr angenehm. Und abends wird es sogar schon fast kühl, dass man manchmal ein Jäckchen überzieht, vor allem die Frau. Ich habe definitiv eine Jacke. Ja, ich habe es aber auch manchmal an. Das ist echt kurios, hätte ich nicht gedacht. Jetzt am Dubai Creek Harbor angekommen. Sieht auch richtig cool aus mit der Skyline. Leider ist es nicht ganz klar, aber ja, ist auch gar nicht so viel los. Ne? Nee, ist trotzdem eine sehr schöne Aussicht. Ja. Das sieht richtig schön hier aus dem Dubai Creek Harbor, muss man sagen. Aber wir wurden gerade ermahnt, wir durften die Kamera nicht mehr nutzen, weil das dicke Mikro ja da drauf ist. Haben wir ja im letzten Video auf der Expo auch gesagt, dass man da nicht professionell filmen darf. Und wir haben gar nicht gefilmt gerade hier, wo der Mann daher lief, sondern nur Fotos gemacht. Aber das war trotzdem zu viel, deswegen mussten wir jetzt abmachen und filmen mit dem Handy weiter.
gerade in der Mall of Emirates und sind hier nochmal, nachdem wir gestern schon hier waren, weil wir haben Schuhe für Jesse gekauft und da wurde vergessen, diese Diebstahlsicherung abzunehmen. Deswegen mussten wir heute nochmal einen Umweg machen, hier hinfahren, dass die jetzt removed wird quasi. Und ja, ganz interessant, was hier so für Geschäfte drin sind und Attraktionen jetzt zu Weihnachten auch da gerade vor der Skihalle. Immer wieder lustig sowas. Ja, eigentlich wollten wir jetzt noch in den Dubai Miracle Garden fahren. Das ist so ein großer, wie heißt es? Nicht botanischer Garten, aber auf jeden Fall so eine riesig große Gartenanlage. Super schön gemacht, nur leider ist es jetzt schon dunkel geworden draußen. Es soll auch schön sein im beleuchteten Zustand, aber wir hätten es gerne im Hellen gesehen. Deswegen geht es jetzt direkt weiter zum nächsten Stop. So krass hier teilweise die Autos. Kann man sich nicht dran gewöhnen. Ja. Sehr, sehr schick. Wir sind jetzt beim Global Village angekommen und zwar ist das so eine riesig große Anlage mit ganz vielen Ständen und Aufbauten aus verschiedenen Ländern der Welt mit landestypischem Essen und. Und das sieht von außen schon interessant aus, zum Beispiel hinten, typisch Russland halt, kann man direkt erkennen. Ja, das haben ganz viele von der Community empfohlen. Genau, deswegen schauen wir mal, wie es wird. So, die Tickets sind am Start, die haben wir da vorne gekauft, 20 AED, also die haben pro Ticket. Und jetzt schauen wir mal, wo es hier reingeht. Aber es sieht richtig cool aus, wie das hier beleuchtet ist, schon von außen wirklich. Jetzt hier die Kontrollen rein einmal und dann kann man hinten schon die nächsten Bauten sehen. Wir sind jetzt richtig drin und ja, Moskau, hier vorne London mit dem Big Ben. Es fängt direkt gut an. Nur, wir wurden gerade wieder angehalten. Kamera-Equipment musste eigentlich abgegeben werden. Habe ich gesagt, werde ich nicht nutzen. Dann war es okay, wir durften es damit reinnehmen. Ansonsten muss es in den Locker. Aber ja, ich würde euch empfehlen, nehmt es am besten gar nicht mit. Leute, hier ist richtig was los. Hier ist so voll. Gut, hier wird es gerade noch ruhiger. Mit der Vorführeffekt, aber allgemein ist richtig was los hier. Oder? Merkt man so, dass abends auch wirklich die Leute alle rausgehen und rauskommen. Willkommen, willkommen. Wenn man jetzt hier drin ist, dann ist das nicht so, dass man jetzt alles kostenlos nutzen kann. Wie zum Beispiel hier gibt es eine Stunt-Show, die kostet dann 15 extra. Und eigentlich kostet ja alles extra. Wenn man jetzt irgendwie so ein Fahrgeschäft ausprobiert oder irgendwas zu essen kauft oder, dann kostet das alles. Und trotzdem kostet es halt einmalig Eintritt vorher. Wir haben uns gerade gefragt, was das für eine Wand dort hinten ist. Und es sind einfach nur Toiletten, aber ja, auch mal voll spacig gemacht, ne, die Wand. Coolste Toilette ever wahrscheinlich. So, hier ist erstmal so richtig Kirmes-Atmosphäre, aber wir machen uns jetzt auf nach Hause, auf nach Thailand. Mal gucken, was es da Schönes gibt. Na, Bock auf Thailand? Ja. Immer. Es ist auf jeden Fall ganz witzig zu sehen, hier gibt es Mango-Sticky-Rice, Kokosnüsse, es gibt hier so bekannte Nasenstiftende, die Thais immer haben und, also auch so kleine Supermärkte, die jetzt hier so Shrimps haben oder nicht Shrimps, Shrimps-Chips und ähnliches, so wie hier im Hintergrund diese ganzen Sachen, die man kennt und dann ganz viel Kleidung und ähnliches. Jesse ist ja so ein riesig großer Kirmes-Fan. Ja, und hier sind eigentlich genau die richtigen Sachen. Hier kann man nämlich, ich glaube, hier muss man werfen, da kann man halt solche riesigen Dinger hier gewinnen. Und hier vorne, da muss man Enten fischen und da kann man auch so, ja, was sind das, Bananen hier, riesig große gewinnen. Und hier ist schon eine Frau, die hat was gewonnen. Ganz witzig.
Dort hinten geradeaus ist jetzt Japan, dann Irak hier oben hinter und China. Und hier unten, da gibt es so einen Railway Market, also Essen aus einer Bahn. Ach, da hier raus. Dort hinten ist jetzt Afrika, das sieht auch richtig genial aus. Und hier vorne vor uns ist Ägypten. Das haben sie auch wirklich richtig schön umgesetzt. Und das ist einfach unglaublich, wie groß die ganze Anlage hier ist. Das ist anormal. So riesig. Jetzt eine türkische Kartoffel. Backkartoffel. Genau, eine Backkartoffel. Ja, wir haben so einen Hunger gehabt und wir wussten nicht, was wir essen sollen. Da kamen wir da gerade her und haben uns zwei Kartoffeln geholt. Aber wir hätten ein bisschen mehr reinpacken können, weil. Bei mir ist eigentlich mehr drin als bei dir. Ja, super, bin ich wieder auf die Diät, wa? Guten Appetit. Wir geben uns jetzt noch einmal den letzten Dubai Fountains View und direkt hier vor den Fountains, da parken die ganz dicken Schlitten nach dem anderen. Guckt euch das mal an. Ich will gar nicht wissen, was hier an Wert gerade steht, hier auf der blaue Lamborghini. Wahnsinn. Hier vorne mal ein Mercedes dazwischen, der geht aber schon ein bisschen unter, würde ich sagen. Wahnsinn. Übel. Hier noch ein Fun Fact, oftmals sind die Autos ja extrem teuer, aber desto besonderer die Nummernschilder sind, desto teurer sind auch die. Und so kann es wohl manchmal sein, dass ein Auto richtig schweineteuer ist, aber das Nummernschild auch auf so einer Auktion oder ähnlichem für 2-3 Millionen Euro weggeht oder Dollar. Und wenn man zum Beispiel so eine Nummer hat wie 1234 oder 4321 und 5555 oder 555 haben wir gehört, dann sind die richtig teuer. Und Jessie, die hat glaube ich platte Füße heute, oder? Zu viel gelaufen.